Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. In meinem vorletzten Video vor 2 Monaten hatte ich ja gesagt, das Justizministerium hat den Konsultationsentwurf des deutschen Umsetzungsgesetzes der Whistleblower-Richtlinie den Verbänden zur Konsultation zur Verfügung gestellt. Ja, und wie geht's jetzt dann weiter? Einfach. Der Gesetzentwurf wird überarbeitet, es entsteht ein Regierungsentwurf, der in der Bundesregierung abgestimmt wird, dann geht es ins Parlament und schließlich tritt die Sache in Kraft. Umsetzungsfrist für Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern ist bis zum 17. Dezember 2023. Alle anderen haben keine Umsetzungsfrist. Und in diesem Video geht es jetzt darum, was sollen Unternehmen tun? Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. Ja, also was sollen denn Unternehmen jetzt tun? Wieder einfache Antwort, sich auf die neue Rechtslage einstellen. Aber was heißt das konkret? So wie man Management halt macht. Chancen und Risiken sich angucken, Ziele festlegen oder Maßnahmen zur Umsetzung planen. Und das bringt uns schon gleich zu der ersten und auf dieser Ebene wichtigsten Frage, nämlich welche Ziele haben wir denn eigentlich oder welche Ziele sollte sich der Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen setzen? Also erstmal super einfach. Dann gucken wir einfach mal ins Gesetz rein und dann sehen wir auch, ja, also Deutschland hat ein relativ ambitionsloses Ziel sich gesetzt, nämlich die EU-Whistleblower-Richtlinie umzusetzen. Ja, und dann sagt man sich, ja gut, wenn wir sie auch schon sowieso umsetzen müssen, dann wollen wir die Wirtschaft mit der Umsetzung nicht unangemessen belasten. Ja, und wenn das auch noch einen Beitrag zur Durchsetzung geltenden Rechts in Deutschland leisten würde, dann wäre das schon nicht schlecht. Gut, die EU, die hat sich da mehr vorgenommen gehabt. Ich habe das ganz anfangs in einem Video mal genauer erzählt. Ich will das jetzt nicht alles nochmal durchkauen, aber der EU geht es um eine bessere Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts. Ja, und das nehmen die Medien ja auch ernst. Also jemand, der wirklich massiv interessiert dran ist, dass dieser Hinweisgeberschutz verstärkt ist, das sind die Vertreter der Medien. Denn denen geht es tatsächlich darum, dass Leute, die mit ihnen reden, um dann die Skandale aufzudecken, dass die geschützt werden. Und was will denn jetzt ein Unternehmen? Also das muss doch die Frage sein. Das ist ja nicht die Frage, dass die Geschäftsleitung sagt, ich will jetzt unbedingt Musterschüler sein und vielleicht noch die EU und die EU-Kommission rechts überholen. Sondern Unternehmen haben doch eigene Ziele. Wie könnten die aussehen? Rein praktisch kann man sagen, wenn ich ein Whistleblower-System einführe, dann soll es funktionieren. Das soll ein funktionierendes internes Whistleblower-System sein. Unternehmen wollen mit Sicherheit auch, dass keine unerwünschten Nebeneffekte entstehen, also irgendwie ein schlechtes Betriebsklima durch Whistleblowing. Aber man, theoretisch kann man auch sagen, machen wir eine Minimalumsetzung, machen wir genau das, was der Gesetzgeber verlangt. Also, die Frage ist, professionelles Whistleblowing-Management oder cheapest to deliver? Was ist besser? Da muss man natürlich auch sagen, nach welchen Kriterien geht man vor. Und für mich, ich gebe das ganz offen zu, für mich ist das Betriebswirtschaften, das heißt Kosten-Nutzen-Analyse. Wo geht das über das gesetzliche Minimum heraus? Was ist dann der Aufwand, den man dafür treiben muss? Und welche Vorteile bringt das? Betrachtet man sich also diese gesamten Ziele, die zu einem professionellen Whistleblowing-Management gehören, dann fällt schon auf, dass die auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Ganz am Schluss steht das Thema Compliance-Risiko senken. Und das ist so ein Ziel, das ist mit Sicherheit gut, das ist richtig und professionelles Whistleblowing-Management trägt dazu bei. In die ähnliche Richtung gehen die beiden anderen Ziele, die Ziele kontinuierliche Verbesserung oder, wenn man so will, lernendes System und auch das Ziel Verbesserung der Unternehmenskultur, so im Sinne von Compliance-Kultur, Rechte einhalten, Ethik beachten, ja, oder gute Fehlerkultur, offener Umgang miteinander, aus Fehlern lernen. Das sind alles, sag ich mal, übergeordnete Ziele, zu denen trägt ein funktionierendes Whistleblowing-System bei und man kann sie auch anders erreichen. Aber dann gibt es ja drei Ziele,
drei Ziele, die sind eigentlich sehr konkret. Man will Whistleblowing ermuntern und ermöglichen. Also man will wirklich Leute dazu bringen, dass man dieses Whistleblowing dann auch nutzt, benutzt. Ein anderes Ziel, das sich Leute setzen, die ein gutes Whistleblowing-Management haben wollen, ist, die Whistleblower zu unterstützen und zu schützen. Also ihnen wirklich auch zum Beispiel psychologisch zu helfen und ihnen sagen, ja, nee, das ist richtig, das ist gut, dass du dich an die Hotline gewendet hast. Und das dritte Ziel ist, die Meldungen, die reinkommen, professionell abzuarbeiten. Also wirklich was damit anzufangen. Und wenn man diese drei, sag ich mal, Ziele eines Whistleblowing-Management-Systems im engeren Sinne, wenn man die wirklich ernst nimmt, dann trägt das natürlich tatsächlich dazu bei, dass das interne Kontrollsystem ergänzt wird um einen weiteren Kontrollmechanismus, dass man eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung beziehungsweise eines lernenden Systems im Unternehmen entwickelt und dass sich auf die Art auch die Unternehmenskultur insgesamt verbessert. Dieses professionell funktionierende interne Whistleblowing-System trägt aber auch, wenn man es richtig macht, dazu bei, dass die Einrichtung des Whistleblowing-Kanals keine unerwünschten Nebeneffekte erzeugt, also zum Beispiel den Betriebsfrieden stört. Das will man ja dann auch nicht. Also schauen wir uns im Grunde genommen jetzt den ersten Zielkomplex, konkreten Zielkomplex an, und das bedeutet, das Whistleblowing ermuntern und ermöglichen. Wo ist da der Unterschied eigentlich zu dem, was das Hinweisgeberschutzgesetz von uns verlangt? Also zunächst mal, man muss eine interne Meldestelle einrichten. Unternehmen ab 50 Mitarbeitern müssen eine Person benennen, die dann verantwortlich ist für die Entgegennahme von internen Meldungen. Diese Person muss den potenziellen Hinweisgebern einen leicht verständlichen Hinweis darauf geben, dass er die freie Wahl hat, sich auch an eine externe Whistleblowing-Stelle zu wenden. Und dann hat der Whistleblower, der Hinweisgeber aus dem Unternehmen, die freie Wahl, ob er eine interne Meldung macht oder eine externe. Das ist übrigens tatsächlich eine Änderung zur bisherigen Rechtslage. Bisher haben wir immer gesagt, es gibt eine Loyalitätspflicht des Arbeitnehmers, und das bedeutet, man muss, bevor man nach außen geht, also vor allen Dingen bevor man an die Presse geht, aber auch wenn man sich an eine Behörde wendet, mal mindestens intern versucht haben, das Unternehmen darauf aufmerksam zu machen. Das sagt die Loyalitätspflicht. Und dieses Whistleblowing, das modifiziert diese Loyalitätspflicht in dem Sinne, dass der Arbeitnehmer oder der Whistleblower hat die freie Wahl, sich an die interne Stelle zu wenden oder an die externe. Und ich muss ihn darauf hinweisen, dass das so ist. Das gehört zur Minimalumsetzung. Wenn das Unternehmen sich nicht genug Mühe gibt beim Whistleblowing oder da nichts eingerichtet hat, dann kann das Whistleblowing stattfinden, indem man zum Bundesamt für Justiz geht. Und wenn dieses Bundesamt für Justiz dann fertig ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Bundesamt kann dann im Prinzip das Verfahren einstellen, mangels Beweisen, oder aber auch an zuständige Behörden abgeben. So, und zuständige Behörde ist ja bei Straftatverdacht Polizei, Staatsanwaltschaft, oder wenn eben gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen wird, eine Verwaltungsbehörde, und die kriegen dann den vorermittelten Fall. Ganz am Ende steht die Möglichkeit, also wenn der Whistleblower denkt, das alles bringt nichts, das hat alles nichts gebracht, das Unternehmen hat es nicht interessiert, der externe Whistleblowing-Beauftragte, den hat es nicht interessiert, ja, dann gehe ich an die Presse. So, dann ist der Skandal dann dort. Das ist praktisch das gesetzliche System, in dem wir drin sind. Was ich aber empfehle und was halt besser ist, ist eben den Whistleblower zu ermuntern und zu ermutigen. Und zwar zu ermutigen, nicht irgendein Whistleblowing zu machen, sondern sich tatsächlich an die interne Stelle zu wenden. Das macht relativ wenig Zusatzaufwand, weil man hat ja die Stelle sowieso. Man macht Werbung dafür, für die interne Stelle. Und wenn man ihn dann dazu ermutigt, die zu benutzen, ja, dann
wird das üblicherweise angenommen. Es ist relativ wenig Aufwand, es bringt aber einen entscheidenden Vorteil. Und zwar ist der entscheidende Vorteil, ist, dass Whistleblowing kann ein Unternehmen nicht verhindern, aber es hat die Chance, das Heft selbst in der Hand zu behalten, indem es den Mitarbeiter dazu bringt, sich an die interne Whistleblowing-Stelle zuerst zu wenden. Und das bringt uns zum nächsten Zielkomplex, das ist, den Whistleblower zu unterstützen und zu schützen. Was ist das gesetzliche Minimum? Was muss man also auf jeden Fall tun, ob man es will oder nicht? Die erste Komponente ist die Vertraulichkeit. Wenn die Identität des Whistleblowers preisgegeben wird von der internen Meldestelle, dann gibt es ein Bußgeld. Für wen? Für die Person, die Vertraulichkeit gebrochen hat. Aber wenn die dann sagt, na, ich hatte ja gar keinen Stahlschrank, in den ich die Whistleblower-Reports reinlegen konnte, oder nee, ich arbeite halt mit Computer, das hat auf einem ganz normalen Laufwerk gelegen und da hat dann jemand anders hineingeguckt, ja, dann sind wir ganz schnell bei Fragen, ja, wer ist hier dafür verantwortlich? Hat die Geschäftsleitung ihre Organisationspflicht richtig wahrgenommen? Und dann kommen wir schnell doch auch zu einem Bußgeld vielleicht für das Unternehmen. Ein anderer Punkt ist, was jetzt in den Paragraphen 8 und 9 nicht drinsteht und was die Sache auch sehr schwierig in der Umsetzung macht, kompliziert in der Umsetzung macht, sind die Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung. Die EU hat halt gesagt, ja, Whistleblower-Schutz, alles schön und gut. Aber es ist nicht so, dass Whistleblower-Schutz dem Datenschutz vorgeht oder umgekehrt. Das muss alles in Einklang gebracht werden, was letztlich dazu führt, dass wir eine Datenschutzfolgeabschätzung machen müssen. Wir gehen ja mit potenziellen Hinweisen auf Straftaten um. Ja, und dann muss man halt auch noch sagen, man muss sich auch noch den Paragraph 29 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz anschauen, damit man bei den Ausnahmen von betroffenen Rechten und Arbeitnehmerdatenschutz die Themen nicht falsch löst. Also an der Stelle kommt die Komplexität, wie gesagt, nicht darum, dass man das Whistleblowing besonders gut machen will oder irgendwie über das gesetzliche Minimum hinausschießt. An der Stelle ist richtig Arbeit und da ist auch das Risiko, dass man daneben liegt, wenn man es nicht wirklich verstanden hat, was man tut, recht hoch. Zweite Forderung, und die kommt dann tatsächlich aus dem Whistleblower-Gesetz, ist aber auch so in der EU-Richtlinie angelegt, keine Behinderung von Meldungen. Das bedeutet halt auch, ich darf es dem Whistleblower nicht schwer machen. Zum Beispiel es schwer zu machen, die externe Meldestelle zu finden oder irgendwie den Eindruck zu erwecken, es gäbe nur die interne etc. Da geht man auf dünnes Eis. Auch hier gibt es ein Bußgeld nach § 40. So, und natürlich gehört zum Whistleblower-Schutz keine Repressalien. Jetzt kann man sagen, das ist eigentlich überflüssig, weil wir sowieso nach § 612a BGB einen Schutz, ein Maßregelverbot haben. Aber das Whistleblowing, der Schutzkreis des Whistleblowing geht ja über die eigenen Arbeitnehmer hinaus und betrifft ja auch vielleicht Betriebsfremde, also zum Beispiel Personen, die den Whistleblower bei seinem Whistleblowing unterstützen, schützen, Zulieferfirmen etc. Und dieses Repressalienverbot wird durch eine Beweislastumkehr gewissermaßen durchgesetzt. Das war jetzt alles das gesetzliche Mindestprogramm. Was würde ich vorschlagen, was man darüber hinaus tut, um ein professionelles Whistleblowing-Management zu implementieren? Ich sage, wir schützen nicht nur im gesetzlichen Mindestmaß, sondern wir unterstützen den Whistleblower. Wir helfen ihm aktiv bei der internen Meldestelle dabei, sein Anliegen zu transportieren. Was müssen wir da also zusätzlich zu dem machen, was wir vom Gesetz eh tun müssen? Ja, also es wäre schon gut, wenn die Meldestelle fachkundig wäre. Was muss man eigentlich können? Also gut wäre es, wenn man schon mal die Gesetzeslage kennt, Straftaten und Bußgeldtatbestände kennt und ungefähr weiß, wie man mit kriminalistischer Erfahrung Hinweise bewertet. Wenn die Whistleblowing-Stelle hier wirklich auf den Whistleblower eingeht, ihm das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden und sich mit dem Thema auseinandersetzt und rechtskundig ist, dann besteht hier die Möglichkeit, den Whistleblower vor Fehlern zu schützen.
Und natürlich wäre das ein Fehler, wenn er steif und fest glaubt, wir haben hier einen Missstand und der muss gemeldet werden und es ist gar keiner. Weil dann greift ja der ganze Whistleblower-Schutz für ihn nicht und er läuft Gefahr durch Veröffentlichung einer falschen Information, also einer, die er nicht beweisen kann, oder einer, die überhaupt kein Missstand ist und deswegen auch nicht in den Anwendungsbereich des Whistleblower-Schutzes fällt, sich illoyal gegenüber dem Arbeitgeber zu verhalten. Und dann ist er auch regresspflichtig. Also man darf das nicht falsch verstehen. Man hilft dem internen Whistleblower in der Meldestelle, indem man sein Anliegen ernst nimmt, es neutral betrachtet, aber ihm auch sagt, wenn das Thema eben eigentlich nicht zu beweisen ist oder gar keine Straftat. Aber es gibt auch die anderen Fälle. Es gibt die Fälle, in denen wirklich dem Whistleblower Unrecht passiert. Zum Beispiel wird er gemobbt von Kollegen oder von Vorgesetzten. Wenn man erkennt, da ist was dran, ja, dann kann man doch nicht sagen, wir warten jetzt ab, bis das arbeitsrechtlich alles geklärt ist, sondern dann muss man doch gucken, ja, kann man den Mitarbeiter versetzen lassen? Wie kann man ihn psychologisch unterstützen? Damit er auch merkt, er ist gewollt vom Unternehmen. Nicht er ist das Problem, sondern das, was ihm teilweise Kollegen oder Vorgesetzte antun. Und das ist auch etwas, was mit Unterstützung des Whistleblowers gemeint ist und was ein professionelles Whistleblowing-Management ausmacht. Was sind die Vorteile? Ein Mitarbeiter, der sich mit einem Missstand erstmal ans interne Whistleblowing wendet, dann sich ernst genommen fühlt, unterstützt fühlt, der ist zufrieden, der arbeitet weiter und es entsteht keine schlechte Stimmung im Unternehmen. Und ja, man spart sich übrigens auch Prozesse wegen Repressalien. Mit geringem Mehraufwand, der sich ein bisschen auf psychologische, kriminologische Fachkunde und echte Neutralität der Whistleblowing-Stelle befasst, ist es möglich, den Whistleblower nicht nur zu schützen im gesetzlichen Mindestmaß, sondern ihn auch zu unterstützen und ihn damit gewissermaßen als wertvollen Bestandteil im Unternehmen zu halten und zu fördern. Und das Letzte, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, ja, dass man die Meldungen professionell bearbeitet. Was schreibt das Gesetz vor? Das Gesetz schreibt vor, ich muss erstmal Meldekanäle vorhalten und das ist die Meldung in Textform und die Meldung eben, indem man sprachlich meldet. Das Gesetz schreibt vor, dass es einen restriktiven Zugriffsschutz gibt, also dass nur Personen der Meldestelle und die, die mit der Bearbeitung der Meldungen etwas zu tun haben, davon erfahren dürfen. Und das Gesetz schreibt vor, dass der Whistleblower das Recht auf eine persönliche Zusammenkunft hat. Das heißt also auch, jemand, der zum Beispiel als Unternehmen auf eine Internetplattform setzt, in der die Meldungen abgegeben werden können, muss sich trotzdem die Frage stellen, ja, wer bearbeitet die und wie ermögliche ich auf Wunsch des Whistleblowers eine persönliche Zusammenkunft. Interessant übrigens, wenn der Whistleblower zum Beispiel aus einer asiatischen Niederlassung anruft. Die Anforderungen an den Meldeprozess sind gar nicht mal so hoch. Gut, ja, man muss eine Eingangsbestätigung abgeben, dass die Meldung hereingekommen ist. Das muss innerhalb von 7 Tagen erfolgen. Es muss eine Prüfung des Anwendungsbereichs des Whistleblower-Schutzes stattfinden. Ist der Whistleblower eigentlich überhaupt geschützt durchs Whistleblowing-Gesetz? Also durchs Hinweisgeberschutzgesetz, und ist der Whistleblower persönlich geschützt und fällt das, was er tut, tatsächlich in den Anwendungsbereich? Ist das also ein Verstoß? Danach soll man Kontakt halten zum Whistleblower, wobei das Gesetz dort nicht genau sagt, wozu eigentlich. Naja, jedenfalls das Wichtigste ist, innerhalb von 3 Monaten muss dem Whistleblower eine schriftliche Entscheidung mit Gründen zugestellt werden oder zugehen. Also der braucht etwas, wo drin steht, also was hat das Unternehmen aus seiner Meldung gemacht. Naja, und dann gibt es natürlich die Paragraphen 10 und 11. Im 10 steht drin, dass Datenverarbeitung im Rahmen dieses Hinweisgeberschutzes gestattet ist. Das ist für diejenigen, die sich für Datenschutz interessieren, eine gute Nachricht, weil die sagen, na, dann bin ich schon mal bei der Rechtsgrundlage auf der sicheren Seite. Und in Paragraph 11 schreibt dann das Hinweisgeberschutzgesetz detailliert vor,
Wie muss die Meldestelle ihre eigene Tätigkeit dokumentieren? Da ist dann zum Beispiel geregelt, wie haben Protokolle auszusehen, wann darf ich Tonaufzeichnungen machen, was passiert mit Tonaufzeichnungen von zum Beispiel Interviews, die ich gemacht habe, etc. Gut, also das ist das gesetzliche Minimum. Und wo würde ich jetzt sagen, da sollte man ein bisschen mehr machen, wenn man wirklich ein effektives Whistleblowing-Management einsetzen will. Und das ist eine Verzahnung im Grunde genommen mit Compliance-Management. Compliance-Abteilungen, die Whistleblowing-Management betreiben, die machen natürlich auch genau das. Die gucken sich dann an, wir sind uns nicht sicher, ob da jetzt was dran ist, aber hier könnte es ja potenzielle Geschädigte geben, also vielleicht auch andere Betroffene. Stellen wir uns mal vor, irgendein Arbeitssicherheitsthema, wo man dann sagt, naja, also ob das jetzt ein Verstoß ist oder nicht, das müssen wir uns genauer anschauen. Aber dass wir jedenfalls mal dafür sorgen, dass hier eine gefährliche Situation abgestellt wird und dass wir dann nicht nur den Whistleblower, sondern auch vielleicht andere potenziell Betroffene durch einstweilige Maßnahmen schützen. Also völlig unabhängig, ob das ein Verstoß war gegen irgendwas oder so. Das gehört für mich zu einem professionellen Whistleblowing-Management, dass man die Meldung wirklich als eine Erkenntnisquelle betrachtet, sie ernst nimmt und schadensbegrenzende Maßnahmen ergreift. Zum Schutz des Whistleblowers, zum Schutz von anderen potenziell Betroffenen oder aber auch zum Schutz des Beschuldigten. So, und was ist übrigens die wichtigste Maßnahme zum Schutz von jemandem, dem von einem anonymen Whistleblower vorgeworfen wird, dass er zum Beispiel als Führungskraft nicht sauber arbeitet oder dass er Aufträge als Vertriebsmitarbeiter auf korruptem Weg akquiriert? Die Sache aufzuklären, zu gucken, ob da was dran ist. Und dafür braucht man interne Ermittlungen. Und das sollte ein professionelles Whistleblowing-Management leisten können. Das professionelle Whistleblowing-Management sollte erkennen können, wann nach kriminalistischer Erfahrung an einem Hinweis etwas dran ist. Und dann sollte man auch Erfahrung haben, wie findet man raus, ob da belastbare Beweise da sind oder auch nicht. Und das Verfahren muss auch zügig durchgeführt und abgeschlossen werden, damit auch Ruhe in den Laden kommt. Es ist ein untragbarer Zustand, wenn immer hintenrum sowas mitschwingt, ja, wir glauben, dass der Kollege nicht ganz sauber arbeitet und dann geht der Sache niemand nach. Professionelles Whistleblowing-Management geht der Sache nach, findet raus, ob es was ist und sagt dann innerhalb von 3 Monaten oder wenn es halt länger dauert, dann dauert es länger, aber dann sagt man dem Whistleblower halt, es dauert länger, wir müssen da noch mehr rausfinden. Und dann wird da auch keiner abspringen, erfahrungsgemäß. Also das ist professionelle Fallbearbeitung, professioneller Umgang mit den Whistleblower-Meldungen. Und was ist der Vorteil? Liegt ja auf der Hand. Ich senke das Risikoprofil des Unternehmens erheblich. Der Whistleblower fühlt sich ernst genommen und geht schon mal nicht zur externen Meldestelle, die dann am Schluss bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei oder Aufsichtsbehörde landet. Und er geht schon gar nicht an die Presse. Und ich habe die Möglichkeit als Unternehmen, ich bin da im Driver Seat, ich kann reagieren und das Thema in die Hand nehmen. So, und damit kann ich die Risiken fürs Unternehmen, dass wirklich ein Verstoß da ist, minimieren. Und ich minimiere auch das Risiko für den Whistleblower. Denn der Whistleblower, solange das im Unternehmen bleibt, ja, verletzt er keine Loyalitätspflicht, läuft nicht Gefahr, in Regress genommen zu werden, weil er irgendjemanden ungerechtfertigt beschuldigt. Das muss man sich auch nochmal klar machen. Also der Vorwurf, ein Kollege ist korrupt, das ist ja möglicherweise eine falsche Verdächtigung, für sich genommen schon eine Straftat. Und im Übrigen ist natürlich auch das falsche Whistleblowing mit Bußgeld belegt. Und insofern kann man sagen, das Risikoprofil für alle Beteiligten wird definitiv gesenkt, wenn die Unternehmen die Themen intern klären. Und das leistet ein professionelles Whistleblowing-Management. Also was sagt uns das insgesamt? Ich glaube, es ist klar geworden, dass eine Minimalumsetzung der gesetzlichen Vorgaben extrem fehlerträchtig ist. Also diese unübersichtliche Abgrenzung des Anwendungsbereichs, wann bin ich überhaupt im Whistleblowing drin und wann bin ich es nicht, zählen Leiharbeitnehmer dazu oder nicht,
was heißt eigentlich im Rahmen der beruflichen Tätigkeit? Vor allen Dingen auch die Frage, muss man sich ja angucken, Verstoß, Straftat, das kriegen wir ja klar konturiert. Aber was ist denn missbräuchliche Gestaltung? Vor allen Dingen im Kontext von Steuerrecht haben da ja viele Leute in den letzten paar Jahren massiv dazulernen müssen. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema komplizierte Regelungen der Ausnahmen von der Vertraulichkeit. Ein staatsanwaltschaftliches Auskunftsersuchen an die Meldestelle reicht, um die Meldestelle zu verpflichten, alle Informationen, die sie dokumentiert hat und auch dokumentieren musste, herauszugeben. Und das muss man aus meiner Sicht, wenn man den Whistleblower berät, muss man ihm sagen. Weil die Ermittlungsbehörden werden verlangen, dass diese Unterlagen herausgegeben werden. Und warum? Naja, weil der Whistleblower Zeuge ist. Und wenn es in einem Strafverfahren darum geht, Beweise zu sammeln, dann geht es darum, wer ist der Zeuge? Und dann wird man versuchen, die Anonymität des Whistleblowers zu beenden, um herauszubekommen, wer kommt als Zeuge in Frage und welche Fragen kann man ihm noch stellen. Wir haben dann die zusätzlichen Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung, die beachtet werden müssen, und es ist auch wieder extrem fehlerträchtig. Und schließlich gibt es noch schwierige Abgrenzungsfragen hinten raus beim Thema Repressalien und Regress. Das ist die Frage, kann man zum Beispiel verlangen, dass man eingestellt wird, wenn man Whistleblowing gemacht hat, oder dass man befördert wird. Oder auch die Frage, ja, wann ist man regresspflichtig? Das hängt dann damit zusammen bei einer Falschmeldung, ob der Whistleblower begründeten Anlass hatte zu glauben, dass es richtig ist, was er sagt. Das ist für das Unternehmen gefährlich, aber auch für den Whistleblower. Der Whistleblower glaubt halt, er hat was gefunden. Und wenn sich keiner intern mit ihm auseinandersetzt und ihm begründet rechtlich darlegt, warum es zum Beispiel keine Beweise gibt oder warum das gar kein Rechtsverstoß ist, ja, dann wird er weitermachen. Und dann guckt man mal, was rauskommt. Naja, und dann gucken wir uns das Thema unbeabsichtigter Seiteneffekt an. Also wenn ich praktisch eine Minimallösung hinstelle, dann kann man auch sagen, okay, das wird weder ernst genommen noch angenommen. Und der Seiteneffekt ist eben, dass ich erstens den Betriebsfrieden störe, weil es eben Whistleblower gibt, die es dann trotzdem machen, aber extern und bei der Presse. Und intern habe ich dann überhaupt keine Chance, etwas hinzukriegen. Das kann ja ehrlich gesagt keiner wollen. Und der Zusatzaufwand für ein professionelles Whistleblowing-Management ist, das glaube ich, habe ich gezeigt, gar nicht so groß. Er ist aber gut angelegt, denn er reduziert Fehlerquellen und verbessert die Compliance-Kultur und damit die Compliance-Risikolage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal, empfehlt es weiter. Ich würde mich jedenfalls freuen, demnächst euch mit einem Video begrüßen zu können.